Jetzt kommt noch die Flüchtlingskrise aus der Ukraine obendrauf mit kaum abzuschätzenden Folgekosten. Und obendrauf noch, nicht zu vergessen, wegen galoppierender Inflation die Gefahr des Zinsänderungsrisikos, dass für Schulden nochmal richtige Zinsen bezahlt werden müssen, was den Haushalt nochmal belasten würde. Näheres dazu jetzt unser haushaltspolitischer Sprecher Peter Böhringer zu den Details und darüber, wie das alles hätte besser gemacht werden müssen. Ja, danke Bernd Baumann. Guten Morgen, meine Damen und Herren. In der Tat, ich werde tatsächlich nicht über Gewährleistungen und über europäische Budgets und indirekte Budgets für diesen Staatshaushalt sprechen heute, obwohl das Bernd Baumann eben angedeutet hat. Das würde den Rahmen jetzt eindeutig sprengen. Man darf die aber nie ganz vergessen. Sie sind aber nicht Teil des nationalen Haushaltes. Der nationale Haushalt, wie er Ihnen offiziell vorliegt, umfasst gut 450 Milliarden Euro Volumen auf der Ein- und auf der Ausgabenseite. Offiziell, rein formell ist das damit ein ausgeglichener Haushalt. Aber natürlich nur deshalb, weil nicht alle Einnahmen reingepackt wurden. Und das ist dieses Jahr doch, weil alle Einnahmen reingepackt wurden, aber eben nicht alle Ausgaben. Und das ist dieses Jahr gravierend. Und auf der Einnahmenseite sind eben fast 100 Milliarden Neuverschuldung drin, 99,7 Milliarden formell jetzt schon. Und das wird sich auch zur ersten Lesung diese Woche nicht ändern. Es wird sich aber dramatisch ändern im Laufe der Beratungen bis zur dritten Lesung dann im Mai, Juni. Das Verfahren eines sogenannten Ergänzungshaushalts nach § 32 BHO kritisieren wir an sich nicht. Das ist halt jetzt zumindest formell mit der Ukraine-Krise begründet, auch teilweise materiell, Betonung auf teilweise. Wir kritisieren aber nicht das Verfahren. Das ist jetzt in Ordnung. Man sollte aber schon zur Kenntnis nehmen, dass zur ersten Lesung morgen etwa ein ganzes Viertel der Ausgaben, der absehbaren Ausgaben bzw. Kreditermächtigungen fehlen wird. Wir können also materiell spekulieren. Formell ist auch noch sehr vieles offen, wie das umgesetzt wird. Es fehlt einfach noch in dieser Lesung. Dann alles, was jetzt kommen wird, also eben diese 25%, da kann man jetzt drüber streiten. Ich rechne mit 150 Milliarden zusätzlicher Neuverschuldung dann noch zur dritten Lesung, wird eben nicht mit Einnahmen hinterlegt sein. Das ist also reine Verschuldung, ist jetzt schon sehr sicher. Da kommt praktisch nichts dazu. Damit ist dieser Haushalt der größte und sehr wahrscheinlich auch der schuldenreichste der Geschichte der Bundesrepublik. Wieder mal. Das sind wir ja schon fast gewohnt, aber es wird wieder mal so kommen. Und wichtig, eine sehr große Position, darüber hören wir nachher noch mehr, wird voraussichtlich, aber auch das ist noch nicht ganz genau sicher, dauerhaft der einfachen parlamentarischen Mehrheit entzogen, weil aller Voraussicht nach per Grundgesetzänderung ein Nebenhaushalt geschaffen wird. Das ist wirklich präzedenzlos. Das hat es zumindest seit 130 Jahren, seit Bismarck in dieser Form nicht mehr gegeben. Ich habe deshalb heute nicht nur mitgebracht meine Stellvertreterin Ulrike Schierke-Ziesing, die für Arbeit und Soziales, dem traditionell größten Einzelplan zuständig ist, sondern auch den für den, ja, die Ausgaben und Berichterstatter für Verteidigung, Michael Espendiller, hier weiter außen, denn diese Dinge sind dieses Jahr halt auch gravierend. Aber ja, ich muss jetzt schon den Vorbehalt machen, das macht der Kollege sicher nachher auch noch, dass wir einiges noch nicht wissen zu dieser ersten Lesung. Wir haben ja schon mehrfach gehört in der Presse, bei Ihnen, aber auch von Kollegen, dass wegen des Ukraine-Kriegs nun alles anders ist. Also die Wahrheit ist, dass in diesem ersten zweiten Regierungsentwurf für diese Woche, in der ersten Lesung, praktisch noch nichts vom Krieg angekommen ist. Das muss man also schon zur Kenntnis nehmen. Wir wissen auch bei weitem nicht, ob von den vermutlich 150 Milliarden zusätzlicher Kreditermächtigung auch nur ansatzweise einiges in die Kriegsfolgekosten fließen werden. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Das ist ein ähnlicher Etikettenschwindel wie beim ersten Corona-Haushalt 2020, auch 2021, auch beim EU Next Generation Programm, was alles mit Corona begründet wurde, aber am Ende nur sehr gering materiell wirklich im engeren Sinne medizinische Corona-Folgen abgedeckt hat. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das bei der Ukraine läuft, aber das ist jetzt heute noch eine Spekulation. Jedenfalls wird auch jetzt absehbar der Ausnahmezustand ausgerufen. Formell heißt es haushalterische Notsituation nach Artikel 115 Grundgesetz. Und das ist jetzt der sechste Haushalt in Folge, in dem das so passiert. Diesmal eben nicht nur mit Corona begründet, aber auch schon vor der Ukraine war es klar, dass diese Notsituation erneut ausgerufen werden wird für 2022. Rot-Grün kämpft jetzt schon dafür, unabhängig, völlig unabhängig von der Ukraine, dass auch 2023 nochmal ein Corona-Notstandsjahr wird. Das ist also alles verfassungsrechtlich bedenklich und es ist auch anachronistisch in einer Zeit, in der eine Notlage, epidemisch-medizinische Notlage von nationaler Tragweite eigentlich nicht ansatzweise vorliegt. In Omikron-Zeiten nicht, die Intensivstationen sind leerer denn je. Es gibt kein medizinisch-epidemisches Problem. Das heißt, diese
Voraussetzungen nach 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz sind einfach wieder einmal und immer weniger noch gegeben. Ich sagte schon, dass die Gelder nicht in weiten Teilen nicht für Corona im engeren Sinne ausgegeben werden. Das heißt, hier sehen wir eine Verletzung des Konnexitätsprinzips. Auch das ist ein Verfassungsgrundsatz. Und zudem werden erneut Kredite aufgenommen für Corona, nicht für die Ukraine, um anstatt Rücklagen aufzulösen. Wir haben immer noch die ehemalige Asylrücklage von 48 Milliarden, die erneut nicht aufgelöst wird. Es gibt auch noch Tricks, die jetzt aber hier technisch zu weit führen. Eine neue Buchungssystematik wird eingeführt, wodurch künftige Schulden nicht mehr auftauchen werden. Sie werden formell rausgerechnet. Das beantworte ich gerne in der Fragerunde, wenn das nötig ist. Mir ist an der Stelle noch wichtig zu betonen, dass viele dieser Dinge, die ich jetzt gerade als verfassungswidrig gekennzeichnet habe, inzwischen seit Dezember, Januar auch der Union klar sind, offiziell, nachdem sie jahrelang die Dinge selbst gemacht hat. Sie hat eine Verfassungsklage zum Nachtragshaushalt 21 im Januar ganz großspurig angekündigt, wirklich ganz explizit, sogar per Eilverfahren. Und ich möchte schon an dieser Stelle darauf hinweisen, dass von diesem Eilverfahren, von der Verfassungsklage nichts zu sehen ist bis jetzt. Es war ganz groß, auch bei Ihnen in allen Medien. Die AfD kam mit ihren Verfassungsklagen bei weitem nicht so zu Wort, wo wir das schon seit 3 oder 4 Mal gemacht haben, seit 2020, mit sehr ähnlicher Begründung wie die Union. Wir haben es auch wirklich versucht per Normenkontrollklageantrag. Die Union hätte sogar die Mehrheit hier im Haus, das direkt nach Karlsruhe zu tragen, und hat es bis heute nicht gemacht. Und ich rechne inzwischen auch nicht mehr damit. Fragen Sie gerne die Unionskollegen mal. Wir werden das auch tun. Es war vor nicht mal 12 Wochen, vor 8 Wochen, überall. Und es kam nichts bis heute. Also auch das ist eine typische Union-Show, die da abgezogen wurde. Und sie wäre jetzt materiell und verfassungsrechtlich erneut notwendig, auch bei diesem Haushalt. Ja. Zum Thema Inflation, Energiekostensteigerung, Budgetposition in dem Umfeld könnte man jetzt auch noch viel sagen. Vielleicht machen wir das in der Fragerunde. Aber auch da betone ich jetzt schon, was auch immer da noch kommt. Und es wird ja einiges kommen. Einiges hat Herr Lindner ja schon angekündigt. Heizkostenzuschüsse und vieles andere. Teilweise vielleicht auch richtig. Aber auch das sind keine Kriegsfolgekosten. Das heißt, der noch kommende Haushalt, Ergänzungshaushalt, wird bei weitem kein reiner Ukraine-Haushalt sein. Aber da kann ich heute noch nicht informiert drüber reden. Ich vermute, dass wir im Bereich Arbeit und Soziales gleich noch einiges hören werden, was auch recht auffällig und skandalös ist. Die Entlastung der Bürger auch im sozialen Bereich sind sicherlich nicht ausreichend. Es gibt homöopathisch symbolische Erleichterungen im Bereich Arbeitnehmerpauschbetrag, im Bereich Grundfreibetrag und bei der Entfernungspauschale, die aber schon lange vor Lindner beschlossen war und jetzt einfach nur noch umgesetzt wird. Und auch die Abschaffung der EEG-Umlage, da geht es ja um recht viel Geld, 25 Milliarden plus minus pro Jahr, ist am Ende nur eine Verschiebung, eine Umetikettierung. Es wird nicht mehr über die Stromrechnung bezahlt, sondern eben jetzt direkt aus dem Haushalt. Und damit ist es irgendwo aus den Augen, aus dem Sinn. Es wird nicht mehr so evident sein bei jeder Stromrechnung, die ins Haus kommt. Das heißt aber nicht, dass die Gelder irgendwie weg sind, dass der Bürger nicht mehr belastet wird. Ja, und letzter Punkt, den ich hier noch habe. Corona-Mittelausgaben wurden noch einmal von bereits sehr, sehr hohem Niveau aus dem ersten Regierungsentwurf vom Sommer 21 noch der GroKo, noch mal um fast 27 Milliarden aufgestockt in einer Zeit, in der das überhaupt nicht mehr reinpasst. Also hier hat also offensichtlich auch Herr Lauterbach seine Finger im Spiel und hat das Geld bekommen. Sparen ist ohnehin, auch wenn das Herr Lindner offiziell sagt, für uns nicht erkennbar in diesem Haushalt. Das ist irgendwie nach wie vor anachronistisch. Ich belasse es mal dabei. Ich würde zu dem Spannungsfeld auch gerne noch einiges sagen. Aus der Klausur kommt und auch aus der Kritik am Fraktionsvorsitzenden an dieser Stelle. Vielleicht zuerst zur Plenumsrede von diesem Sonntag vor 14 Tagen. Tino Chrupalla musste 30 Minuten nach Olaf Scholz reden, als dieser die ganze Welt, zumindest mal ganz Deutschland, überrascht hat mit diesem Thema. Und er hat ein Stück weit natürlich intuitiv reagieren müssen, weil wir es schlichtweg nicht wussten. Olaf Scholz konnte so verstanden werden, ich habe ihn als Haushälter übrigens live auch so verstanden, dass das Geld, was im Raum steht, also 100 Milliarden, eventuell noch plus 2% NATO-Ziel, das war nicht so ganz klar, ob das noch verrechnet wird oder additiv zu verstehen ist, in einem Jahr praktisch schon ausgegeben wird und gar noch den Ukraine-Krieg beeinflussen soll. Das ist inzwischen völlig abmoderiert, das war aber in dem Moment im Raum. Und
Insofern war es auch materiell schon irrsinnig. Inzwischen sagt aber die Bundesregierung selbst, dass es nicht auf ein oder zwei Jahre zu verstehen war, sondern auf 5 bis 10 Jahre. Das ist inzwischen das offizielle Narrativ. Und damit verändern sich natürlich auch die Proportionen, die Volumina. Damit ist es dann überhaupt auch ausgebbar. Man könnte gar nicht mehr ausgeben als das Geld, was jetzt im Raum steht. Wir erwarten ja am Ende jetzt 70 Milliarden Budget für den Einzelplan 14 dieses Jahr und wahrscheinlich auch nächstes Jahr. Das ist schon ein gewaltiger Aufwuchs und mehr ist auch gar nicht auszugeben. Olaf Scholz war aber in seiner Rede nicht so klar. Und darauf musste Tino Chrupalla reagieren. Zudem hat er die Konstruktion des Sondervermögens kritisiert, hat es natürlich nicht ausführen können, weil er es schlichtweg nicht wusste. Auch wir wussten es nicht. Ich habe es aber auch kritisch gesehen. Wir sind grundsätzlich kritisch gegenüber Sondervermögen. Das galt schon für den EKF, für den Energie- und Klimafonds. Das gilt für den jetzigen Klima- und Transformationsfonds. Das gilt für diverse andere, weil sie alle letzten Endes die Kameralistik, die Jährlichkeit des Haushalts durchbrechen und der Bundestag dann nicht mehr jährlich entscheiden kann. Und erst recht, und das hatte Olaf Scholz auch in den Mund genommen vor 14 Tagen, per Absicherung, per Grundgesetz, Änderung. Und da schrillen halt bei Haushältern wirklich alle Alarmglocken. Das gab es nämlich nicht. Ich habe das ja in meiner Einleitung vorhin schon gesagt. Noch nie. Es gibt keine Nebenhaushalte, keine einzelnen Budgetpositionen im bundesdeutschen Haushalt, die per Grundgesetzänderung abgesichert werden. Und damit natürlich an künftigen Parlamentsmehrheiten vorbei, zumindest an einfachen Parlamentsmehrheiten. Denn eine Grundgesetzänderung kann man nur mit 2/3 Mehrheit wieder rückgängig machen. Und dementsprechend ist das, wenn es denn wirklich so kommt, der Artikel 87a steht im Raum, dass er geändert wird, aber wir wissen eben noch nicht ganz genau das Wording. Und wenn das wirklich so kommt und ein echter Nebenhaushalt ist, dann würde diese Position eventuell sogar quantifiziert, aber zumindest mal qualitativ entzogen künftigen 50%-Mehrheiten künftiger deutscher Bundestage. Und das geht völlig unabhängig vom Inhalt überhaupt nicht. Wir haben das seit Bismarckschen Zeiten, ich habe es ja vorhin angedeutet, nicht mehr gehabt. Damals hieß dieses sehr spezielle Konstrukt Septennat. Damals wurde auch der Militärhaushalt für 7 Jahre festgeschrieben unter Bismarck in nationalchauvinistischen Zeiten, die also doch eigentlich gerade die Linken immer besonders kritisieren. Und Entschuldigung, also wir werden das in dieser Form nicht mittragen, völlig unabhängig von einer gewissen Sympathie für die Bundeswehr, von im Wissen eines Investitionsstau für die Bundeswehr. Natürlich wird dieses Geld, egal wie viel es am Ende ist, nicht den Ukraine-Krieg beeinflussen. Das wäre ja auch Wahnsinn. Es ist einfach ein Investitionsstau, der hier aufgelöst wird. Und wir sollten auch nicht den Ukraine-Krieg, den Anspruch haben, den Ukraine-Krieg hier zu beeinflussen, denn das wäre am Ende der NATO-Bündnisfall. Und das hat, glaube ich, auch Olaf Scholz nicht gemeint an dieser Stelle. Also das sind schon Dinge, die wichtig sind und die auch in der Berichterstattung untergegangen sind. Es gibt hier keinen Dissens an der Stelle zwischen den Verteidigungspolitikern und den Haushaltspolitikern. Materiell Verständnis für das, was jetzt kommt und was endlich einigermaßen klar ist von der Größenordnung, formell geht gar nicht. Gut, Herr Schmidt, ich habe ja in zweierlei Richtungen argumentiert. Das ist eben die Konstruktion, die er schon intuitiv angegriffen hat. Er wusste in dem Moment nicht, was kommt. Er konnte es nicht wissen. Und auch materiell hatte er in der Tat Bauchschmerzen. Ich habe ihn auch hinterher gefragt. Das stimmt, aber das war eben ausgehend von 100 Milliarden, wo wir nicht wussten, ob das in einem Jahr ausgegeben werden sollte. Und zuzüglich noch dem Aufwuchs auf das 2%-Ziel der NATO. Das ist also kommend von 40, 45 Milliarden heute auf dann 70 bis 75 Milliarden jährlich. Das heißt, wir reden von einem Delta von bis zu 130 Milliarden Euro, von dem Tino Chrupalla in diesem Moment ausgehen musste. Und ja, da hat er auch materiell Nein gesagt. Und dann wäre es ein Wettrüsten gewesen. Dann schon. Nur es ist natürlich so nicht. Es ist völlig anders. Es war aber erst Tage später klar. Und er konnte es 30 Minuten nach Olaf Scholz' Rede noch nicht wissen. Wir werden reagieren auf das, was die Regierung macht. Christian Lindner ist von uns das gefragt worden im Haushaltsausschuss. Genau Ihre Frage. Und er war eigentlich recht klar. Das 2%-Ziel der NATO wird erreicht und was aus dem normalen Haushalt nicht zu stemmen ist, wird eben aus dem Sondervermögen entnommen. Das heißt, es ist nicht additiv zu verstehen und es wäre ehrlich gesagt auch nicht unterzubringen in der Beschaffung. Vielleicht kann der Michael Espenmiller noch mehr dazu sagen. Also eigentlich ist die Regierung da sehr klar und wir tragen das mit. Herr Möhringer, da hätte ich noch mal eine Frage. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da in den Details sind. Glaube ich, betrifft das den Einzelplan des BMI. Aber da sind ja die Globalzuschüsse für die Stiftung der parteinahen Stiftungen aufgeführt. Und es sind 6 Stiftungen und die 7. fehlt. Haben Sie da schon im Ausschuss oder mit dem Minister, mit der Ministerin schon Gespräche geführt, Fragen gestellt? Gut, die offizielle Haushaltsplanung des Einzelplan 06 des Inneren von Frau Faeser ist ja erst seit Freitag raus. Und nein, deshalb haben wir noch keine Fragen gestellt. Unsere Rechtsauffassung zu diesem Thema, wir sind ja jetzt nicht die Stiftung, sondern nur die Partei, die eine parteinahe Stiftung hat, aber nicht parteiidentische Stiftung, das ist die
Desiderius Erasmus Stiftung, seit 2017 oder 18 anerkannt von der Partei. Unsere Rechtsauffassung war immer schon, dass sie seit 2017 Ansprüche auf diverse staatliche Förderung hätte haben müssen, insbesondere das von Ihnen, die von Ihnen genannten Globalzuschüsse aus dem Innenministerium. Das wurde mit eigentlich schlechten Begründungen abgeblockt für 4 Jahre jetzt. Es gibt kein Stiftungsgesetz, leider nicht bis heute. Trotzdem gibt es klare Regelungen zur Chancengleichheit demokratischer Parteien und ihrer Stiftungen. Also wir fühlen uns ja seit 4 Jahren massiv benachteiligt an dieser Stelle im demokratischen Meinungsspektrum und Meinungswettbewerb. Jetzt ist die neue Legislatur und sogar nach der Rechtsauffassung der Altparteien müsste eigentlich die Erasmus-Stiftung nun endgültig Geld bekommen. Es gibt eigentlich überhaupt keine Ausrede mehr. Das geht zurück auf eine Rechtsgrundlage, die eigentlich immer da war, die sogenannte gemeinsame Erklärung der Stiftungen von 1998. Damals hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung der Linken zum ersten Mal Geld bekommen. Und dieses war damals auch umstritten, aber es gab dann endlich eine einheitliche Regelung. Und natürlich muss die Erasmus-Stiftung dieser auch unterworfen werden und dann steht ihr Geld zu. Seit 2021, allerspätestens jetzt im 22er Haushalt. Und ja, in der Tat, so wie Sie es gesagt haben, am Freitag war wieder die Position für die Erasmus-Stiftung nicht drin, obwohl sie eine relativ bescheidene Summe beantragt hat. Die Erasmus-Stiftung noch nicht mal ein Achtel dessen, was uns eigentlich zustehen würde. Und ja, das wird jetzt mit Sicherheit vor Gericht gehen, wenn das das letzte Wort ist. Aber noch sind wir ja im Prozess. Wir werden also Frau Faeser darauf ansprechen. Wir haben übrigens auch im Haushaltsprozess, sowohl als ich noch Vorsitzender war, als auch jetzt, immer wieder versucht, das transparent zu machen. Und es gab ein Hin- und Her-Schiebespiel der Zuständigkeiten. Das Innenministerium hat sich, obwohl es natürlich zuständig ist, für unzuständig erklärt, aufs BMF verwiesen. Das BMF hat auf den Haushaltsausschuss verwiesen. Noch unter meiner Ägide macht das jetzt teilweise wieder. Herr Braun, mein Nachfolger im Haushaltsausschuss, hat sich aber explizit und wörtlich als nicht verfahrensleitend bezeichnet, was ich auch wieder unglaublich finde. Es ist also praktisch niemand zuständig und deshalb wurden alle beklagt inzwischen. Die Regierung in Form des Innenministeriums und des Finanzministeriums als auch sogar der Haushaltsausschuss. Das läuft schon einige Zeit und es wird mit Sicherheit, wenn sich nichts ändert, bis Mai, bis zur dritten Lesung in diesem Gesetz, auch dieses Haushaltsgesetz vor dem Verfassungsgericht landen. Das Problem ist halt immer, dass man dann materiell Geld verliert, diese Prozesse dauern und wahrscheinlich die ganze Legislaturperiode wieder ins Land geht, wenn kein Eilantrag durchgeht, der auch schon vorbereitet ist nach meinen Informationen. Aber ich fürchte, er wird nicht durchgehen. Also das ist ein anhaltender Skandal, der eindeutig die Demokratie hier beschädigt in diesem Land.